Alter. Oh, da geht es mir doch gleich viel besser. Jetzt weiß ich, warum der so tiefenentspannt ist immer. Ja. Ha. Voll lecker. Willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Zum nächsten Insektenessen. Oder Lutschen. Diesmal ist Lutschen, ne? Extra Zwiebel gekauft, damit hier keiner alleine rumlutschen muss, beziehungsweise wir nicht an ihm Lutscher rumlutschen müssen. Zwei Tiere. Siehst du? Kannst mal sehen, ja. Ganz spendabel gewesen. Warum habe ich Tiere geholt? Gab es wahrscheinlich nicht anders. Achso, sind ja unterschiedliche Geschmäcker auch. Ich weiß ja nicht, was der grüne ist. Was ist da drin? Grille ist drin. Also, unser Lieblingsinsektensnack, die Grille. Was ist denn neben gelben drin? Das ist ein Mehlwurm drin. Was nimmst du, den gelben oder den grünen? Na, ich würde lieber den gelben nehmen. Steht da eine Geschmacksrichtung? Der grüne ist Apfel. Ja, Apfel ist nicht meins. Ich lutsche nicht gerne Apfel. Ja, das hier ist klar, weil da die Grille drin ist, du Pisser. Also man muss doch gar nicht so weit lutschen, wenn ich, so wie ich mir das ankicke. Die ist schon quasi oben drauf. Du kannst schon direkt an das Insekt deiner Wahl so dran rumlecken. Bei mir ist das irgendwie direkt drin, mittig. Mittig? Ja. Bei mir ist das ziemlich weit außen. Na denn, das hier schmecken wir. Ja, guten Hunger. Wir haben ja schon mal Grill gegessen. Und wir können sagen, die Grill schmeckt scheiße. Der Lutscher ist okay. Ja, hier hat man auch nur leicht Orange, ne? Schmeckt ein ganz bisschen nach Apfel und ja, genau. Oder, also bei den Lutschern geht es ja jetzt auch wirklich nur um das Aussehen. Dieser Faktor, dass da ein Insekt drin ist, ist schon lustig an sich. Davon gibt es schon mal einen Stern. Ja, und halt andere, ja, der Lutscher, der ist nicht gerade weltbewegend. Also würde ich dem Ganzen, ja, maximal 2 von 5 Sternen geben. Ja, 2 von 5 ist okay. Mehr würde ich dem auch nicht geben. Ja, ist eine witzige Sache, ne? Ja. Check den Shop. Alter, kannst du den ganzen Tag dran abschicken. Ja, ist anstrengend. Ja, abonniert den Kanal. Schreibt mal ein paar Kommentare drunter. Und macht mal auch Vorschläge, was wir als nächstes testen könnten. Hier, was da wieder was mitgebracht, kannst du testen. Ein paar Pornobrillen, Dorfpriest-Brillen. Cool. Alter. Oh. Da geht es mir doch gleich viel besser. Jetzt weiß ich, warum der so tiefenentspannt ist immer. Ja. Ha. Sieht ja ganz anders aus hier. Ja, sieht doch gleich viel freundlicher aus. Der Laufpriest hat mir ja nie geantwortet. Nee. Auf unser Video. Was da los ist da? Wahrscheinlich, weil wir bloß hier so eine Insektenlutscher sind hier. Aber das kann auch sein. Mit unseren 700 Abonnenten. Kommentieren, teilen, liken. Dann irgendwann, vielleicht guckt sich denn der Love Priest das auch mal an hier. Ja, Ansonsten, kann ich nur weiterempfehlen, die Brille. auf jeden Fall, ist cool. Link hier unter dem Video und in der Beschreibung. Schöne Grüße an Tim K. Und gut, dann lutschen wir noch eine Runde weiter und Genau. bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö und wir Yes. sehen uns. Give me a Y, give me an E, give me an S. Bis demnächst.